Soll ich mit dem Stromball hier rüberziehen? Eigentlich wäre hier ja auch genügend Platz. Ich werde das mal eben testen. Habe ich Heizkessel? Natürlich nicht. Dann brauche ich mal einen. 44 Rohre habe ich. Werde ich das mit denen probieren. Eine Dampfmaschine ist 3 breit, oder? Ich glaube. Müsste 3 sein. Habe ich zufälligerweise eine dabei? Nö. Kann auch keine bauen. Nun gut, der Robopod hier. Könnte der vielleicht woanders hin? Ach, mir fehlt Eisen. Mir einfach überall Eisen fehlt. Mir fehlt Eisen. Bei mir fehlt Eisen. Zum Bauen fehlt Eisen. Naja. Zahnräder. Muss mir noch eins. Da ist mein Roboport. Vielleicht kann ich den ja mit etwas Glück versetzen. Und zwar ungefähr hier rüber. Oder ich baue halt dann eben so rum. Man muss halt dann die Kohle irgendwie hier außen entlang. Ja, dann könnte ich vielleicht trotzdem eben mit Dampfmaschinen erstmal weitermachen, dann bis ich genügend Solaranlagen habe. Also Solarpaneele und Akkumulatoren und die Umspannwerke. Das dauert noch. Aber ich sag mal, ja, da halt die Pumpen. Dann das ungefähr noch für Rohre. Ja, ungefähr hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11, 12, 13, 14. So. Zwei, 3, 4. 5, 7, 8, 9, 10. So, wie weit wäre ich denn hier? Das wäre weitaus mehr Platz natürlich. Vorausgesetzt. Die Dampfmaschinen gehen auch wirklich dann nur bis hierhin. Aber selbst wenn nicht, ich kann ja hier noch ein Stück rutschen. Ich habe keine Pumpen dabei. Ich habe nichts dabei. Nischt. Na, dann baue ich mal eben 10 Pumpen. Und setze hier. Noch eine. So. Nur noch das alles hier verbinden. So. Passt vielleicht hier noch wo eine hin. Denn eigentlich wollte ich jetzt halt anfangen, die restlichen Sachen so nach und nach bauen zu lassen. Aber wenn ich keinen Strom habe, bringt mir das nichts. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal um den Strom kümmern. Schließt das hier richtig ab? Und sind hier anscheinend 4 breit. Naja, das macht ja nichts. Wie gesagt, Platz müsste hier eigentlich genügend sein. Und den Abstand, den ich mit dem Heizkessel zum Wasser
ausgewählt habe. Der ist sowieso viel zu großzügig. Dann kriege ich ja noch nicht mal ein unterirdisches hin. Wahrscheinlich, das ist viel zu viel. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Wassertank hinbauen möchte. Aber ich möchte ganz gern hier dann in der Höhe ungefähr die Dampfmaschinen haben. Dann gehe ich sicher jetzt aber noch zwei runter. Ja, eins wieder hoch. Oh, und dann soll... Sollen hier dann die ersten Kessel hin? Oder ist das zu... Ach, komm. Jawohl. Ich möchte nicht wieder so unsinnige Wege gehen mit dem... mit den Bändern. Ja, das ist zu weit. Hier könnte ich unterirdisch gehen. Das kann ich so überbrücken. Das wäre kein Problem. Dann müsste ich hier auf der Höhe ungefähr das Band entlang für die Kohle. Und dann, wo ist der Heizkessel? Hier, da der Kessel hin, hier ein Arm hin und hier ein Band hin, ungefähr so. Und dann muss hier ein Teiler hin. Und hier halt der Strom. Ungefähr so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und 14. Und dann halt hier die Dampfmaschinen. Es könnte so funktionieren. Mir wird wahrscheinlich erstmal der Strom komplett zusammenbrechen. Aber ich werde das erstmal so machen, dass ich so nach und nach hier dann die Kohle rumbringe, damit die hier nach und nach leer laufen können. Und dann werde ich das anfangen abzureißen. Genau, das ist... Ich hoffe, es geht sich... Beziehungsweise, das geht so auf, wie ich das... hier geplant habe. Und dann kommt hier, wenn ich denn mal in der Reichweite bin, auch ein Masten. Und ja, hier halt ein kleiner. So. Okay, Don. Komm mal mit. Kohle. Hier lang. Nein, soll das jetzt erstmal voll laufen. Oh joa. Ja, ich hoffe, das klappt. Jawohl, wenn ich. Nö. Ich muss eigentlich nur diesen Masten hier wegreißen. Die Verbindung ist ja da. Wäre es zumindest gerade. Geht wieder gut los hier. Mal gucken, ob der Plan so aufgeht. Und wie gesagt, hier so ein Bahnhof hin. Züge. Ich freue mich schon.
Nun gut. Dann lasse ich das hier mal voll werden und baue schon mal noch ein paar Öfen, also so einen Heizkessel und Dampfmaschinen. Ich brauche 20 Eisenplatten für eine Rohre, habe ich genug. Ich habe noch ein paar Zahnräder, mir fehlen nur die Eisenplatten. Na gut, dann. Zack. Genau, 10 Stück. Weil wenn ich das hier abreiße, das sind 5 Reihen, glaube ich. Ja. Mit der, die ich jetzt noch baue, wären das 10. Was labere ich hier? Es sind 5 Reihen. Mit der, die ich jetzt baue, sind 6. Oh Gott. Das kann hier noch richtig lustig werden. Ich habe keine Öfen mehr. Wo habe ich die hin? Habe ich wahrscheinlich zu Heizkesseln verarbeitet. Nun gut, was brauche ich denn? Wo sind sie denn? Hier, 16 Stück ein habe ich. So. Rohre habe ich noch. Ein paar unterirdische könnte ich brauchen. Dann würde ich da ganz gerne einen halben mitnehmen. Dann können da der Stein rein. Vielleicht hat der noch 500, der hat auch noch 300, aber die Kiste reicht ja. Das war ja eine Stahl. Ne, eine Eisen reicht trotzdem. Oh, das fängt sich jetzt wieder. Warum denn das? Okay, das ist cool. Uah. Muss ich mich aber ein bisschen beeilen. Gut, Heizkessel. 3, 4, 5, 6. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dampfmaschinen. 2, 3, 4, 5. Oh. Das verdamme ich doch. Das, oh Gott, das ist nicht gut. da kriege ich ja auch nicht mehr unter. Na toll. Aber gut, ich werde das jetzt trotzdem machen, weil wie gesagt, ich brauche diesen Platz. Es hilft nichts. Und wenn ich auch nur um eine Reihe mehr unterbekomme, würde das schon mal etwas helfen. Ja, du hast keinen Strom, ich weiß. Und ihr habt auch nichts. Es ist alles okay. Aber die hier und die noch. Dann habe ich vielleicht, ich habe keine langsam, ist aber auch nicht schlimm. Aber dann sollen die reinlegen. Hier ist Wasser drin. Jetzt brauche ich noch ein paar Bänder. Ach, die Kohle, Gottes Willen. Ah, schnell! Beeil dich, Junge! Bänder! Zackig! Nimm aber da ganz viele unterirdische habe ich. Kann ich vielleicht nehmen. Naja gut, ich brauche zum Glück hier nur ein unterirdisches Fließband. Aber trotzdem brauche viele Bänder. So, das nehme ich nochmal mit. Das soll hier unterirdisch lang. Die Kohle müsste jetzt eigentlich aufgestockt haben. So, los geht's. Gut, 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 gut. Und, ups, hier noch einen Teiler hin. Einen schnellen. Schön, die fangen an.
Vielleicht kann ich schon mal eine Reihe klauen. Der ist leer, dann nehme ich die Bänder mit. So, was auch immer hier gerade passiert, es verwundert mich. Denn das Eisen hier ist voll. Na gut. Dann soll bitte ja, hier die Kohle weiterlaufen. Und zwar, ja, so wird irgendwie gar nichts leer. Und da läuft es nur auf einer Seite weiter. Dann mache ich hier dann so ein Doppeldingens hin. Das da halt. Okay, dann. Das war zu viel. So, die sind fast leer. Nehme ich mir jetzt da mal die Heizkessel mit. Ja. Ist okay. Mach die Greifarme, die Kohle hier und dann ganz schnell die Dampfmaschinen. Auf der Seite hier. Hier wird die Kohle jetzt verdammt knapp. Die sind fast leer. Das ist zum Beispiel allen. Und wie gesagt, eine Brücke hier rüber, die würde ich ja richtig feiern. Oh. Leistung ist okay. Dann mache ich so gleich weiter und lasse eben hier wieder eine Lücke für die Strommasten. So. Gut. Strommasten. Band, Greifarm, Kessel. Unterirdisches Rohr. Ich überlege gerade, ob ich es vielleicht nicht doch ein bisschen rübersetzen soll. Weil ein komplettes unterirdisches von der Länge her brauche ich ja nicht unbedingt. Aber wie gesagt, das geht dann ja wieder so wie wir hier runter. Das möchte ich eigentlich nicht. Und ich müsste mir ja drei Dampfmaschinen sparen und das kann ich auch nicht. Vielleicht eine. Die wäre, ich sag mal, auf der Höhe. Nein, nicht mal zwei, das wäre dann wieder zu knapp. Okay, ich glaube, das war irgendwie Mist. Band, Arm, Machel. Und nochmal. So, ja, das ist alles gerade etwas knapp. Hier die Kessel. Hier die Rohre. Dann hier schnell Greifarme dran. Da schnell Bänder dran. Hier ein Teiler. Und hier runter. So. Dann kann die Reihe jetzt schon mal anfangen. So.
passt. Jetzt muss der Robopod weg. Ich habe aber welche gebaut, ne? Ja. Na, das trifft sich doch super. Bis hierher geht der. Bringe ich den hier hin? Habe ich hier irgendwo eine Verbindung hier? Und hier. Dann lädt der schon mal. Und dann kann der wegsitzen da. Ui, 80 Roboter sitzen da drin. Na gut. Den großen Strommasten brauche ich erstmal noch. So, 80 Roboter weg.